Hallo und herzlich willkommen zu Cities Skylines. Und zwar, muss ich ehrlich zugeben, mein letztes Update von dieser Stadt war am 21. November 2015. Guck mal, es läuft super flüssig. Wir haben hier ein kleines Müllproblem. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Wir haben hier interessantes Autobahnkreuz. Okay. Die haben hier mit der Müllverbrennung, ne? Also Müll muss hier hin, ne? Und mir ist ein kleines Malheur passiert. Euch ist es bestimmt schon aufgefallen. Und zwar, ich habe gestern so für 2 Stunden Skylines gespielt. Und habe ich eine neue Map angefangen, wo ich ein bisschen rumexperimentiert habe. Und da habe ich den Mod angehabt von Spiel intern, unendlich Geld und alle Errungenschaften freigeschalten. So, jetzt habe ich das vergessen auszuschalten. Jetzt haben wir hier unendlich Geld und wir haben alles erreicht. Wo ich mir so sage, schöner Mist. Was war denn das? Aha. Aha. Monumente. Das muss ich natürlich erst freischalten. Das muss ich auch noch freischalten. Gut. Also. Das bedeutet, wir haben jetzt erstmal einen groben Übersichtsplan. Staus haben wir jetzt so gut wie nicht. Die Hauptverkehrsader hier in der Mitte. Hier eben das Kreuz. Aber da weiß ich gar nicht, ob wir da dran kommen. Kommen wir da dran überhaupt? Hier, ne, hier ist Schluss. Weißt, wir können ja hier hinten, ne? Ich weiß nicht, hab mir irgendwo, wo die ganzen Gebiete angezeigt werden, hier zum Bleistift. Na ja, mal wenig Wald, Forstindustrie, eventuell der Landwirtschaft würde ja oben gut gehen. Hier ist Öl. Hier ist auch Öl, drüben ist Eisen, blaues Eisen. Also die Forstindustrie wird euch hier drüben so, aber die wird ja jetzt noch nicht so gefragt. Mal gucken, Schulen, die wollten mehr gebildete Arbeiter, Schulen. Was ist das für ein Symbol? Das ist Heizung. Haben wir natürlich noch nichts. Landnutzung, Verbindungen. Oh hier, wir haben ja schon Industrie. Okay, die wollen mehr Arbeiter haben. Okay, der grüne Balken ist voll, dann machen wir das doch ganz einfach. Was sind das hier für Straßen? Ganz normale. Da führen wir die auch mal ein bisschen weiter. Die ganz normalen Straßen. Sehen, was dann passiert. Die möchte ich gern wieder abgerissen haben. Das möchte ich gerne ein bisschen besser platziert haben.
So. Machen wir das mal so hier. Schaut ein bisschen besser aus. So, jetzt habt ihr Wasser, habt ihr nicht. So, dann, hier gibt es noch andere Sachen und das ist alles neu hinzugekommen, aber gibt es hier noch ein neues Windrad, was ich mir mal runtergeladen habe. Jetzt hier irgendwo Stromprobleme, hier zum Beispiel, ich sag gerade viel, tue ich das mal mit hier hin. Schaut dann im Endeffekt so aus. Es ist dasselbe. Windturbine. Okay, das sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Dann ist hier so ein Mast. Hier ist auch noch so ein großer Turm. Die wollen Arbeiter. Wir brauchen hier unbedingt mehr Wohnfläche. Ist das ja sozusagen die Vorstadt? Muss auch gebaut werden. Guck mal, da bauen sie auch fleißig. Das gefällt mir doch. Da ist die Stadt auch gleich ein bisschen belebter. Hier das große Wohnviertel auf dem Hang. Drüben die Autobahn. Da wird jetzt das Kreuz wahrscheinlich auch ein bisschen belebter werden. Nehme ich jetzt mal stark an. Werden wir höchstwahrscheinlich hier hinten jetzt weiß ich, warum wir das so gemacht haben, aber schalt das mal an und baut das mal hier um. So, wir haben das jetzt das so gebaut. Ist zum Beispiel ein Tunnel. Können wir zum Beispiel, oh nein, die Straße wollte ich jetzt nicht abreißen, das war eine Einbahnstraße. Und zwar in die Richtung. Hier haben wir auch Fußwege gebaut. So. Wie macht man das jetzt? Das ist ja schon gut geregelt, ne, wie das hier ist. Nur ich würde hier vorne einen kleinen Kreisverkehr. Oder zumindestens hier. Das geht ja jetzt auf die Straße, ne? Dass wir hier irgendwie sagen,
Warte mal, was gibt's denn hier? Wir sowas? Jetzt sind ja ein paar Bäume. Ja, müssen wir ein bisschen größer machen. Ist der größer? Der ist größer, ne? Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen was wegreißen. So. Und zwar, guck mal, da hat sogar schon eine Autobahn in sich. Ist ja perfekt. So. Könnte ich sagen, dass ich hier diese breite Straße, die da die ja wäre. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Die normale. Die normale wollte ich haben. So. Und dann kommt die Autobahn. Puh. Wie machen wir denn das am besten? Machen wir das Picken hier aus. So. Gehen wir von hier so. Hier drauf. Ah, das hört sich doch gut an. Tun wir das jetzt hier noch verbessern. Genau. Da haben wir das schon mal. Kann man hier so drauf gehen. Und nee, diese und kann sagen, weil die wollen ja auch hier weiterfahren. Und die weiterfahren wollen, die können ja auch, ne, so rum. Was hat er denn jetzt hier? Ne. So, ne. Ne, ne, ne. Die können auch hier lang fahren. Warte mal. Wenn wir das... Nee, da entsteht wieder ein Chaos. Ich glaube mal, die ordnen sich da ein und die anderen ordnen sich so ein. Schaut denn das aus? Ja, kann man anbieten. Ich würde aber mal hier die Höhe ein bisschen, also das... Du da die Höhe ein bisschen regulieren. So. Und auf der anderen Seite kommt man dann von der Höhe... der Höhe so ungefähr raus. Genau. Das hört sich doch gut an. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Ziehen wir das mal noch ein Stück tiefer. Gefälle zu steil. Ich wollte ja gerade schon sagen. So, jetzt ziehen wir das so gerade wie möglich.
wir das noch können, hier so durch. Hier müssen wir da ein bisschen tiefer gehen, dass wir hier auch durchkommen. So. Hier weiß ich dann erstmal nicht weiter. Straße hier. Und der Traffic Resident sagt mir, wie schnell hier die Leute fahren dürfen. Ja. Manuell beampeln, Richtungspfeile, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Verkehr löschen, die Spawn ausschalten. Kann ich jetzt hier zum Beispiel anklicken und hier sagen, was Sache ist, ne? Zum Beispiel die Vorfahrt gewähren sollten, wenn jetzt die Ampeln aus sind, ne? Ich habe jetzt hier auch zeitgesteuerte Ampeln, wenn ich jetzt hier setze. Da kann ich jetzt hier gewisse Parameter einstellen, aber da muss ich erstmal den Verkehr laufen lassen. Die Richtungspfeile kann ich ändern, so, genau. Und da möchte ich, dass sie nur da rausfahren dürfen. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Wir haben jetzt Escape. Ja. Das ist eine sehr gute Sache. Da kann man nämlich jetzt hier einstellen. Ne? Wie die Spur zum Beispiel jetzt hier, ne? Also Richtungspfeile klicke ich jetzt hier an, Fahrspur 1, 2, 3, wo die langfahren soll. Ich kann zum Beispiel sagen, hier so, ne? Sieht man ja alles. So, kann ich zum Beispiel sagen, ne? Wenn zum Beispiel die hier rauskommen und die, dass die nicht dieses Autobahnkreuz blockieren, kann ich sagen, ja hier, ihr könnt eine Spur gerade auslassen. Ja. Kann ich auch komplett wegnehmen. Aber lasse ich mal an der Stelle. Dann gehe ich hier mal einen weiter. Nämlich den mal weg. Und den auch mal weg. Nee. Hier geht's weiter. Dann, nee, hier. Den auf jeden Fall. So. Nicht, dass es dann einen Stau gibt. Ich lasse es mal so. Wenn ich dann nochmal drauf drücke, geht das weg. Alles klar. Alles klar. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel die Geschwindigkeiten ändern. Ne? Ich kann jetzt sagen, auf diesen Abschnitten hier ist erstmal 100. Ne? Geschwindigkeit. Zum Beispiel hier, ne? Kann ich hier so anklicken, dass die 130 fahren können. Hier auch. Hier auch. Ja auch. Hier 100. Ja, 100. Das langt ja. Ne? Hier können sie aber 130 fahren. Glaube ich ihnen. Das ist eine Spielerei, die kann man noch machen. Ja, natürlich auch sehr zeitintensiv.
So. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, mal sehen, ob das hier irgendwann mal Phase ist. Hier werden die langsam runtergebremst und dann könnt ihr hier wieder 110 gibt es gar nicht. Lassen wir das mal so. Machen wir mal einfach so. Und dass die hier nicht so schnell ausgebremst werden, machen wir das mal so. Genau. Im Kreisel dürfen sie meines Erachtens nach auch ein bisschen schneller fahren. Oh, das unten ist das. Warte mal. Das lassen wir mal auf 100. Und hier in der Stadt. Naja, 90, oder? So, statt einwärts erstmal. Das ist 60. Oh, 90, das ist schon schnell. Ja, aber... ja. Es ist eben eine Hauptverkehrsader, ne? Wenn man das so nimmt. Hier ist zum Beispiel eine Ampel. Da tun wir mal hier... das mal auf 70. Naja, hier... die dürfen wieder 90 fahren, ne? Die lassen wir mal auf 70, lassen wir auch mal 70 und die können jetzt wieder 90 fahren, ne, wieder 70, das gleiche Spiel. Hier auch wieder 70, dann können sie wieder 90 fahren. Ich mal ein bisschen so nehmen. Ja, auch wieder 70. 90, 90, 90, 90. Hier wieder 70. Und hier 90. Kann man jetzt auch wieder die Straßenrichtungen hier bestimmen. Zum Beispiel hier ist das sehr lustig. Aber das ist, glaube ich, schon so gut geregelt. Kann man nämlich nicht abbiegen. Hier kann man eventuell abbiegen. Und da ist das vielleicht doch schon ein bisschen besser. Ne? Nee. Ich wollte die andere Seite haben. Die hier. Genau. Die möchte ich bitte, dass das nur so ist. Genau. Upsala. Das wollte ich gar nicht. Und hier bitte auch. Genau. Können wir ja auch hier wieder sagen 70. Ja. Machen wir einfach mal. Fahrzeugbeschränkungen kann man zum Beispiel hier sagen, was jetzt alles hier fahren soll. Ne? Auf allen drei Spuren, was jetzt hier fahren soll. Finde ich auch eine coole Sache, um zum Beispiel den Busverkehr, kann man ja auch eine Busspur setzen. Ne? Aber wer es mag, darf das ruhig so, das sind zum Beispiel die Müllwagen, das ist Krankenwagen, Industrie, Polizei, Busverkehr und normale Autos. Verkehr löschen, das klicke ich jetzt mal nicht an. Vorfahrtsschilder, Ampeln setzen oder nicht setzen. Hier setzen oder nicht setzen, das kennt man ja. Hier wäre vielleicht noch ein guter Vorschlag, den wir hier jetzt machen, sind, dass die Richtungspfeile ein bisschen eingestellt werden. Genau, weil sonst kommt man hier in die Quere. Das Ganze auch auf der anderen Seite. So. Dann kommt man da ein bisschen in die Quere.
Und das ist zum Beispiel jetzt mal eine Ampel, wo man jetzt mal austesten kann. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40, naja, können wir mal auf 50 machen. 50, 50 und da vorne vielleicht auf 60. Na? Und hier ist er E70, ja? So, so. Können wir mal ausprobieren. Wir lassen es mal laufen. Und tun jetzt mal hier eine Ampel setzen. Und die Ampel aber mal Zeitsteuerung. Und zwar einrichten. Und da hat man jetzt erstmal hier, ne? Diesen. Sagt man jetzt, wann die Ampel rot und wann die grün ist. So. Wähle eine Kreuzung aus. Ja, abbrechen. Okay, Schritte hinzufügen. Gut. Das heißt, Fußgänger erstmal prinzipiell aus. Aus, aus, aus. Dann haben die grün. Und zwar Empfindlichkeit. Mindestzeit, sagen wir mal 20 Sekunden. 20 Sekunden. Na? Sollen wir das mal so hinzufügen? So, Schritte hinzufügen. Ist die haben rot. Die haben grün. Und zwar auch so. Jetzt haben wir hier auch noch Schritte hinzufügen. Hier rot. Na, und das ist jetzt für 3 Sekunden. Machen wir mal. Oh ne. Für 15 Sekunden. Sind jetzt erstmal hier die ganzen Gehwege an. Ja, hinzufügen. Dann ist der letzte Schritt jetzt schon. Fünf Sekunden, wo einfach mal nix ist. Also 5 Sekunden steht alles rot. Oh ne, nicht Auto, sondern hier. Fünf Sekunden steht alles rot. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Und jetzt werdet ihr sehen, dass das ziemlich kontrolliert abläuft. Ziemlich kontrolliert. So, genau, so wollte ich das haben. Und da seht ihr schon, wie diese Leute hier schon stehen. Ne? Das kann man jetzt so gut wie möglich so viel mal ausnutzen und zum Beispiel diese Phase ein bisschen verlängern. So, jetzt können die ganzen Fußgänger drüber. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich 5 Sekunden mal überhaupt nichts gemacht habe, wenn da nämlich noch ein paar Radfahrer oder Fußgänger einfach mal so drüber laufen, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann laufen immer noch welche drüber. Und da passiert so ein bisschen nichts mehr. Ne? Genau. Jetzt können sie. Jetzt ein kleiner Rückstau hier. Und da werde ich wahrscheinlich den Schritt 3 weiter, weiter.
Machen wir kurz Stopp. Ändern. Machen wir mal 5 Sekunden. Speichern. Start. So, lassen wir das mal an der Stelle. Das schaut nicht gut aus. Die wollen höchstwahrscheinlich alle in die Stadt rein. Und da habe ich ja hier diese Straße entfernt. Genau. Und da haben wir jetzt hier wieder unseren Präsidenten mit den Richtungspfeilen, der uns sagt, nö, wir fahren mal nicht geradeaus. Und hier sagt, dass wir hier nicht rüberfahren. Dass die Spur mal bitte freigemacht wird. Sehr gut. Finde ich gut. Mal sehen, wenn die das hier begreifen. Dann tun wir die Geschwindigkeit hier. 60. 50. Guck mal, jetzt kommt es ja zum Stau. Na, mal sehen. Wenn ich hier... Ich tue mal die Ampeln, die wir jetzt nicht brauchen. Ampeln setzen. Bam. Hier brauchen wir keine Ampel. Ja, mal jetzt, guck mal, das wird sogar angezeigt, dass hier eine Zeit ist. So, jetzt nehmen wir einfach mal diese Abfahrten hier, ne? Gehen nach unten damit. Genauso wie die. Die drehen wir dann nur noch um. Genau. Gehen wir wieder nach unten. Nehmen wir uns das hier und drehen das Ganze um. Das hängt ja nicht miteinander zusammen. Das endet mal ein bisschen. Dann ist ja hinten noch eine Abfahrt gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht, wo die dran war. Nee. Bin mal kurz weg. Bild nach unten. Diese Straße wird nicht so wirklich angenommen. Was heißt angenommen? Ich glaube, die Wartezeit ist ein bisschen zu lang. Wenn man da auf der anderen Seite ein bisschen was runternehmen und auf der anderen Seite ein bisschen was hoch, finde ich das wahrscheinlich ein bisschen besser. Zeitgesteuerte Ampeln. Diese ja. Und zwar ändern wir mal das auf... Ja, 20. Und wenn noch was kommt, müsste das ja eigentlich dann bis 30 zählen. Speichern. Das ändern wir mal auf... 10. Speichern.
Stopp. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ist wahrscheinlich auch deshalb so, weil hier hinten... Na, guck mal, die wollen alle rum, aber manche wollen auch geradeaus. Zum Beispiel dieser grüne Laster. Nee, der biegt ja auch ab. Die biegen dann hier ab zum Industriegebiet, was dann da hinten ist. Okay, verstehe ich voll und ganz. Verstehe ich voll und ganz. Verstehe ich voll und ganz. Es gewittert. Es regnet gerade. Ich glaube, eine Spur, also die jetzt von hier ausgeht, genau diese hier. Da werden wir das noch ändern. Und wollen jetzt Commercial haben. Geben wir doch ein bisschen Commercial. So, mal hinten ist Industrie. Haben wir gleich mal einen kleinen Überblick, was hier alles gebaut ist. Hier werde ich auf jeden Fall erstmal sowas hinbauen. Wir haben erst eine Ausfahrt. Hätten wir wahrscheinlich hier hinten eine Ausfahrt in basteln, und zwar so. Noch einen runter, mal zwei. Noch ein. Dieser Ort ist bereits belegt. Wie weit soll ich denn ja noch runtergehen? Nee, das möchte ich nicht machen. Okay. Weiß ich, ob der Arbeitsweg dadurch verkürzt wird. Na, warte mal. Na doch, das wird angenommen. Okay, es wird angenommen. Er verschnellert sich aber wahrscheinlich um Mengen. Und da kommen die Leute dann raus. Ja, es regnet. Ah ja. Das unterscheidet die zwei. Die haben hier nun so eine schwache Leuchte und die hat hier Vollbeleuchtung hier unten. Genau. Industrie ist jetzt ganz groß gefragt. Da wären wir doch wahrscheinlich hier drüben ein bisschen Agrarindustrie hinsetzen. Vielleicht noch mit diesen Bäumchen. Straßen. Da wird nämlich hier auch gerade gesetzt. Ja, dass das zum Beispiel nicht passiert. Okay. So. Da können wir dann hier. Das geht aber schnell nach oben.
geht aber schnell nach oben. Und dann muss ich mal ganz kurz Stopp machen. Weil wir brauchen ja hier irgendwie auch eine Zufahrt. Und wie ich das gerade ja sehe, ist der Verkehr ja auch ein bisschen ausgelastet, möchte ich jetzt meinen. Wir können ja einmal in die Richtung eine etwas breitere Straße nehmen. Zum Beispiel diese, die ja oben drüber führen. 1, 2, 3. Genau. Die dann hier wieder nach unten. So. Und hier oben dann dran zu führen. Die kann man ja einmal durchziehen. So, da haben wir diese Straße. Die können wir auch hier vorne wieder nach unten bewegen. Nee, soweit nicht. Genau. Da kann man hier jetzt Autobahn ein- und ausfahrten machen. Würde ich sagen, das war's dann auch von dieser Folge. Warte mal, mal ganz kurz aus. Komme ich hier irgendwie dazwischen? So. Das ist ein kleiner Tipp für Einfahrten. Ah, schaut hier ein bisschen blöd aus. Ah. So. 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 Da ist doch das auch gut. Nein. Die Straße bitte. Oder? So funktioniert das. Und so, genau. Und die Ausfahrten kommen dann einmal hier so hin. Und einmal hier so hin. So habe ich mir das vorgestellt. Brauchen wir natürlich auch noch Wasser. So. Hier drüben ist doch Wasser. Was hat das für eine Fließrichtung? Diese hier, das ist auch eine neue Grafik. Finde ich cool, die Grafik. Können wir uns ja hier Wasser nehmen. Sag mal so. Dann müssen wir auch mit dem Strom verbinden. Müssen wir ja mal Strom abzwacken. So. So. Das einmal hier
Agrarnutzfläche bzw. Forstgebiet. Das können wir auch hier vorne. Bin ich mal gespannt, was da hinkommt. So. Das eh ein bisschen. Genau. Haben wir hier schon wieder einen Knotenpunkt zum Stadtzentrum. Die haben hier nicht genügend Wasser. Wahrscheinlich liegt da keine Leitung drunter. Genau. So, bringen wir mal den Dampfer zum Laufen. Gucken wir mal, ob hier was gebaut wird. Oh, stopp, stopp, stopp. Bevor wir das aber machen, weisen wir mal das Gebiet ein. Aber so groß wollte ich es jetzt nicht. Der Grünberghügel, Forstindustrie, nein, so. Forstindustrie. Genau, ein paar Richtlinien. Sollen bitte auf den Wasserverbrauch achten. Recycling. Rauchverbot wegen den ganzen Holz. Besteuerung, Stadtplanung. Stadtplanung. Das war's eigentlich. Ja, wollte ich hier nicht reinsetzen. Und jetzt dürfen wir ja gerne das anmachen. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge Cities Skylines. Ich hoffe, ihr guckt immer noch fleißig. Gucken gleich mal hier, wie das Ganze angenommen wird. Können wir ein bisschen Topspeed machen, weil die wollten ja unbedingt hier Arbeitsfläche haben. Ein schöner Sonnenaufgang, oder? Und dort hinten meckern die gerade mit Strom rum. Strom, Strom, Strom. Na, wie wir das Problem in den Griff bekommen, das sehen wir nächste Woche. Dann ciao, ciao.